Okay, was haben wir noch? Ich gucke mal die Forschung an. Geht die Zeit zwar nicht weiter, aber... Ja. Genau, das erforschen wir jetzt gerade. Danach sollte das hier kommen. Und es kostet keine Lila Science Packs mehr. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Und es kostet vor allem auch keine exotischen Organic Warzone Zombie des Todes Science Packs. Was mit der nächsten Stufe? Die nächste Stufe kostet was. Aber 500 Science Packs, das ist völlig human. Das kann ich mir erfahren, das ist okay. Und den Rest muss ich mir gar nicht angucken. Gut. Gut, 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 gut. Was haben wir hier? Hier haben wir komische Science Packs. Das braucht 200 von diesen ganzen Science Packs, um schnellere Assembling Machines zu bauen. Ja, nee. Ich kann die, glaube ich, alle noch gar nicht herstellen, die Science Packs. Oder? Nee. Ich habe erst zwei neue. Die brauchen Stein und Holz. Und dreckiges Erz und dreckiges Kupfer. Dreckiges Eisenerz und dreckiges Kupfererz. Das ist ja relativ einfach herzustellen, ne? Das hänge ich einfach zwischen die beiden Fließbänder und dann ab geht's. Ich glaube, das mache ich schon mal. Du bist Stein. Okay, ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte, weil da ist kein Platz zwischen. Also ich müsste die kurz auseinander splitten. Ah, ich kann hier einfach, das ist eine gute Idee. Unterbrechen wir den Kupferfluss einfach nochmal, weil er ja so schön stabil war in letzter Zeit. Nein, nicht da lang. So, guck mal das da. Da ist irgendwas, was rot komisches X drauf hatte. Na gut. So, und dann kommt hier jetzt eine Fabrik hin. Habe ich bestimmt noch auf Tasche. Ja. So, und die nimmt sich dann das da. Und die nimmt sich dann das da. Und du machst bitte das da. Und tust das hier in eine Provider-Chest. Falls man das für irgendwas braucht. Ja, bräuchte wieder Speed-Module. Also ja, so, das kannst du ruhig durchgehend machen. Also ich werde das nicht beschränken. Weil ich weiß nicht, wann ich die mal brauche und wie und überhaupt. Und dann kann ich irgendwo einfach eine Forschungsanrichtung hinpacken mit einer Gib-mir-Kiste. Und bei der Gib-mir-Kiste... Hier ist wieder irgendwo ein Fehler. Und bei der Gib-mir-Kiste stellt dann einfach alle von den besonderen Science Packs rein. Und dann kann sich jede Forschungsanlage, je nachdem, was sie braucht, das da rausnehmen. Da können wir auch so eine Art Blütenmuster machen. Also in der Mitte eine Gib-mir-Kiste und dann oben, unten, links und rechts jeweils eine Fabrik mit einem Ärmchen, die aus der Kiste rausnimmt, was sie gerade braucht. Oh, sehr gut. Aber kurz, wo ich den Fehler gerade sehe, muss ich wissen, was hier los ist. Hier haben wir eine ganz lange Reihe von Knödeln. Ach so. Den Fall habe ich nie bedacht. Dass irgendwann das sich hier staut. Wie umgehe ich das? Ich kann einfach hier eine Kiste hin tun. Das so machen. Dann macht daraus aber bitte wenigstens eine Provider Chest, damit das System darauf irgendwie zugreifen kann. Habe ich auch so eine große gebaut? Mist. Keine große zerlegen zu vier kleinen? Wahrscheinlich nicht. Oh, Stahl, sehr gut, danke. Rote Chip, danke. So, genau, das war der eine Science Pack. Das andere Ding brauchte, das war schon komplizierter. Das brauchte nämlich erst eine Fabrik, das aus Rohholz Holz macht. Das ist Mist. Das heißt, wir müssen wirklich regelmäßig immer wieder Bäume anpflanzen. Ich hätte gerne alles an... Nee, warte, das regel ich anders. Ich mache aus der Kiste bei der Samenfabrik einfach eine Gib-mir-Kiste. Aus der da. Robo-Anschluss haben wir hier unten? Nee, ich glaube nicht. Nee. Okay, okay. Bauen Roboport.
So. Okay, dann bau auch noch Requester Chest 2 Stück, Provider Chest 2 Stück. Genau, du kriegst schon mal mein Zeug. Du bist leer? Okay. So ein Stein. Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Ach stimmt, die hatte jemand erwähnt gehabt, dass ich doch mal in einem Lager gucken sollte, also in der Basis gucken sollte. Hier wäre irgendwo noch eine Kiste voll mit Kohle. Aber gut, wir haben jetzt eh kein Kohleproblem mehr, aber trotzdem sollte ich die irgendwann leer machen. So viele lose Enden mag ich eigentlich nicht. So, du wirst zu so einer Kiste, du wirst zu so einer Kiste. Und du hast gerne bitte... Ach Mist. Also ich hatte jetzt überlegt, wir machen einfach so, du hättest gerne immer den Resin. Und da wird der Resin immer zerlegt zu Samen. Problem ist, dann haben wir keinen Zugang zu Rubber. Rubber brauchen wir momentan aber auch nur... um Lila-Chips herzustellen von Hand. Da wir Lila-Chips aber selber gießen, können wir das mit Plastik machen. Also mit Plastikbars oder sogar mit Kohle. Das heißt, wir brauchten das Rubber aus dem Resin nicht mehr. Ja, ist okay. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch den Roboport hier unten und alles ist gut. Den Roboport, den ich gerade gebaut habe. So, dich setzen wir mal da so hin. Zack. Damit hier auch überall Abdeckung ist. Und jetzt müsste gleich ganz viel Resin angeflogen kommen. Was sind das für Roboter? Das sind die Construction Bots. Die sehen irgendwie voll aggressiv aus mit diesen Gatling Guns da unten dran. Aber es werden wahrscheinlich eher irgendwelche Greifarme sein oder so. Okay. Gut. Die Lava hier unten wollte ich da unten lassen. Das ist okay. Licht hier unten. Hier unten muss überall Licht hin. So, das wird abgerissen. 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 Diesmal bitte nicht irgendwas Wichtiges mit abreißen. Das wäre echt super. So. Das hier kann auch alles weg. Du weg, du weg. Du weg. Da drin hätten wir jetzt auch Platz für noch eine neue Steam Engine. Das müssen wir auch noch alles auf Orange umstellen. Für später. Kann aber auch noch warten. Und ich denke, wir haben inzwischen ein paar Speed-Module, damit wir oben das Kupfer weiter bearbeiten wollen. Können. Ja, Fütter, 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 Fütter. Oh ja, sehr schön. Achso, du kannst aufhören zu arbeiten. Von Produktivitätsmodulen haben wir eigentlich genug. So. Ja, Speed-Module lassen wir nochmal weiterarbeiten. Weil das brauchen wir ja auch für die Stufe 3 Fabriken, also für die gelben Fabriken zum Beispiel. Da. Das ist also okay. So, jetzt bastel ich am Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Genau, hier. Hier war was faul. Genau, du hast komisch gearbeitet. Das sieht schon mal viel besser aus. Du hattest die MK1-Module drin, kriegst MK2. Du hast durchgehend MK2. Schlackeabtransport ist super gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Neues ist. Ich dachte, früher hätten wir mal leichte Probleme damit gehabt. Aber inzwischen ist das alles hier einwandfrei. Jetzt wird es aber auch mehr. Ja, wir hatten hier halt leere Sludge-Tanks, weil Kupfer die ganze Zeit nicht so wirklich ordentlich gearbeitet hat. Aber guckt euch das jetzt mal an. Das ist sehr schön. So, du müsstest auch vollkommen ausgelastet sein. Du nicht so ganz. Aber solange sich hier nichts staut, ist das alles ganz okay so. Ich könnte jetzt die Ecken noch alle rot machen, aber... Das müsste soweit okay sein. Wir kommen trotzdem mit dem Kupfer momentan nicht hinterher, weil wir momentan auch noch die Modulanlage laufen lassen für die Speed-Module, bis die voll sind. Wir haben hier bestimmt noch ganz viele Chips, die gebaut werden. Genau.
Deswegen ist es nicht da. Aber eigentlich sind wir auf einem guten Stand, was Kupfer angeht. Wir wollen gerade nur sehr viel. Bist du überhaupt in der Abdeckung drin? Wo ist das? Nee, die Kiste ist nicht in der Abdeckung drin. Okay, ich brauche noch ein Robobot. Warum werde ich nicht mit Eisenzahnrädern beliefert? Wir hatten... Genau, hier eine... Oh. Wir haben eine Anlage für Zahnräder gebaut. Wir haben sie aber nicht ans System angeschlossen. Das ist Verschwendung. Bitte gib mir... So. Weil die Zahnräder, die ich da habe, die kommen, glaube ich, alle von links irgendwo. Oder ich mache sie selber. Und wenn ich sie selber mache, ist da Verlust drin. Also wenn das Ding das herstellt, macht das ja das zu 75% Kosten irgendwie so. Genau, gib mir die mal alle. Das macht das Ganze schon mal wesentlich einfacher. Und Roboport ist da. So. Jetzt bekommst du hier einen Roboport. Damit wäre der auch wieder angeschlossen, weil wir brauchen jetzt wirklich alles an Holz, was gleich kommt. Für diese anderen Science Packs. So, was haben wir noch an Forschung Schönes? Wir haben... ja, ich erforsche gleich Steinmauern. Yay! Ja. Aber ja, das passiert auch bei solchen Updates. Die Sachen, die man normalerweise ganz am Anfang erforscht, die halt neu sind, die sieht man gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen was nachholen. Wir wurden also quasi gerade in die erste Klasse zurückversetzt. In manchen Gebieten. Oh, und hier müsste sich das jetzt hoffentlich fangen. Genau, hier kommen schon ein bisschen schneller die roten Chips. Nö, kommen nicht. Hier kommt gar nichts an dem Kupfer. Kupfer kam von da oben. Vielleicht habe ich irgendwas kaputt gemacht. Kupfer kam von da. Kupfer kommt von da ganz hinten. Von da. Da war gerade ein ganz kleines bisschen. Ich habe ganz kurz Kupfer blinken sehen. Da, da. Da nach oben. Da. Okay, haben wir eine kleine Pumpe? Wir haben sogar eine MK4-Pumpe. Mach die MK4-Pumpe bitte mal in die Richtung. So. Damit es ein wenig in die Richtung gedrängt wird. Oh, und jetzt staut es sich doch. Wir bräuchten also schnellere Ärmchen. Das sind very fast inserters. Vielen blaue Chips. Du baust keine blauen Chips, weil du keinen Kopf hast. Könnt mich doch alle mal. Wo sind meine ganz schnellen Ärmchen? Very fast inserter da. Gib ihm. So, durchgehend voll, durchgehend voll, durchgehend voll, durchgehend voll, durchgehend voll. Alles durchgehend voll. Brauchen wir einen dritten? Spricht da was gegen? Habe ich ihn auf Tasche? Es wäre komisch, wenn ja. Aber es sieht fast so aus. Da. Nö, haben wir nicht. Und wir haben keinen Sand, um ihn herzustellen. Ja, genau. Ja, stimmt, beim Eisen haben wir inzwischen auch drei. Das ist dann nur verständlich. Das Kupfer, was ja doch inzwischen immer mehr gebraucht wird, wegen den ganzen Chips. Auch einen dritten brauchst du. Dann stell bitte ein Blast Furnace her. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Rohre, um die Lava anzuschließen. Um die Flüssig-Kupfer-Geschichte anzuschließen. Das baut man einfach hier unten ran, damit das Ding da auch mal was abbekommt. Wir müssen dich unterirdisch... Ups. Da lang laufen lassen. Da lang laufen lassen. Tschuk, 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 tschuk. Dann kriegst du hier 1, 2, 3 Ärmchen. Dann gehst du bitte nicht
darunter, sondern erst darunter. Zeigen, 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 zeigen. So. Jetzt warten wir in spanniger Erwartung, dass das Ding da fertig wird. Komm, 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 komm. So, da bist du. Zack. Du stellst bitte her Kupfer. Du nimmst bitte von oben Lava. Von unten das. Und du spuckst das Ganze da aus. Wirfst es da runter. Lässt es da langlaufen. So. Du wirst jetzt nicht so super viel Kupfer abbekommen, aber wenigstens, ne? Ein bisschen mehr müsste ankommen. So, hier. Hier könnte sich das glatt wirklich lohnen, vollkommen auf Rot umzusteigen, weil das Roh, das saubere Erz, die Strecke ist ja nicht so lang. Wie viele Eisenzahnräder habe ich bekommen? Ein paar. Dann mach doch bitte mal 50 rote Fließbänder. Ist in Arbeit. Okay. Achso, wir brauchen dann noch rote unterirdische. Ach, da haben wir schon zwei von. Hier und da. Da, ich brauche mehr. Mehr, 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 mehr. Genau, und füttert mich mit mehr Eisen. Und Zahnräder. Zahnräder wären auch super, genau. So, die da noch. Oh. Gut, ich halte gerade alles auf, weil ich habe da ein schnelles unterirdisches Ding gebaut. Und ein schnelles unterirdisches Ding braucht ein schnelles unterirdisches Ausding. Man kann nicht schnell ein, langsam raus. Das ist halt so. Oh, das da. Ja, ich habe komischerweise ein paar Ruckler zwischendrin. Also jetzt nicht in der Aufnahme, sondern im Spiel selber. Das ist komisch. Also ja, es ist grafisch ein ganz kleines bisschen aufwendiger geworden. Das Männchen hat mehr Ecken und Kanten. Die Symbole kommen ein bisschen weicher vor teilweise. Aber das sollte eigentlich nicht ausreichen. Na gut. Oh, es könnte Autosave sein. Stimmt, es wird Autosave sein. Den habe ich hier noch gar nicht umgestellt. Ich habe eine komplett neue Installation gemacht, nur hierfür, für diese neue Version, weil ich wollte nicht riskieren, dass die alte irgendwie beeinflusst, beschädigt oder sonst irgendwas wird. Weil das könnte ich nicht verkraften, wenn ich schon wieder von vorne anfangen müsste. So, Kupfer. Kupfer steigert sich immer noch nicht. Gut, aber jetzt haben wir die hier. So, weg. Bring die Tasten durcheinander. So. So. Was macht er jetzt mit diesen komischen X-Erzen? Was sind die X-Erze? Fasst mich nicht an. Noch einer wurde verwendet.